Aber ich meine, es gab in ihrer Hitlerjugendzeit bei bestimmten Weihestunden oder so auch Momente, die sie so erinnert haben an Religion. Ja. Gab es an Glauben. Ja, sicher. Die Schulungsbriefe, die jetzt kamen, nicht? Wo wir auch nachher in Heimabende, aber das ist später gekommen, nachdem die merkten, von der HJ-Führung oder in der Hitlerjugendführung, merkten, dass bei uns in unseren Gruppen, speziell auch meinen Zug, etwas zu locker zuging, dass wir da nicht zu sehr die politischen Richtlinien befolgten, sondern mehr leger und so Gesänge machten und so. Dann kamen zwei strenge Führer, wurden uns zugeteilt. Und zwar aus ganz anderen Stadtgebieten, ein Jungzugführer und ein Fähnlein-Führer. Die machten sich sehr unbeliebt, weil die waren sehr arrogant und zogen bei uns einen ganz anderen Dienst auf. Es wurden dann Schulungen durchgeführt, Schulungsbriefe kamen über das Dritte Reich oder vom Weltkrieg zum Dritten Reich, über die Germanenzeit, über Fürst Bismarck, über alle möglichen Themen, dann auch über Juden oder Ausbeuter und weiß ich was alles, wollte man uns irgendwie schulen. Das hatte schon Auswirkungen, insofern wahrscheinlich auch gegen Kirche, aber mir ist das nicht so ins Bewusstsein gekommen. Auch die Judengeschichte. Ich habe zwar gesehen, wo die Synagoge abbrannte, Das habe muss ich, man nochmal extra ganz in ja. Anspruch nehmen. Ne? Also als diese beiden sozusagen von oben verordneten Führer kamen, haben die dann gesagt, jetzt wird hier mal ein anderer Zug aufgezogen, Richtig, oder? es wurde strenger. Es wurde strenger, es wurde etwas mehr militärisch, das Ganze. Die haben, wie gesagt, den Dienst straffer aufgezogen, die Heimabende straffer aufgezogen mit Schulungsbriefe und so weiter. Es wurde Anordnung gegeben von oben, von der Ortsgruppenleiter, dass jeder zu melden ist, der mehrmals als dreimal den Dienst versäumt. Das habe ich auch einmal machen müssen, nicht? Das ist mir bis heute noch immer in Erinnerung und dieser Kamerad lebt auch heute noch. Was haben Sie da machen müssen, wenn Sie es mal genau beschreiben? Was mussten Sie da machen? Was mussten Sie da machen? Ach so, in dem einen Fall zum Ja, und was Beispiel. war der Grund? Ja, ich war Jungzugführer und wie gesagt, es wurde strenger die ganze Angelegenheit aufgezogen. Es wurde uns aufgetragen, mittels eines Anwesenheitsheftchen jeden einzutragen, wann er beim Dienst erschienen ist, und jeden zu melden, der dreimal den Dienst eben versäumt hat. Da war eben auch dieser Kamerad aus gutem Elternhaus übrigens. Den Vater kann ich auch durch meinen Vater. Er war ganz anders gesinnt. Er war Gewerkschafter, Webmeister. Und legte natürlich auch mehr Wert darauf, auf die schulische Ausbildung seines Sohnes. Der Junge ist jedenfalls dreimal nicht erschienen. Ich musste die Meldung durchführen und wurde beauftragt, diesen Jungen zum Strafexerzieren zu holen. Ich musste diesen Strafexerzieren durchführen auf dem nahegelegenen Sportplatz, da vom Hohenzollernplatz, in der Stolberger Straße. Das hieß also Strafexerzieren. Ich habe es zwar nicht so streng durchgeführt, es war nicht meine Art, ne? Aber wie gesagt, ein paar Mal auf, nieder, auf Marsch, Marsch und so, diese strengen Exerzierübungen. Nachdem das erledigt war, habe ich die Meldung gemacht, dass ich das durchgeführt habe. Damit schien für mich die Sache erledigt. Aber nach dem Kriege habe ich dann doch noch und auch heute noch immer meine Gedanken darüber, warum das war der einzige Fall, wo ich denn mal eingreifen musste, was mir eigentlich im Grunde gar nicht so lag. Nach dem Kriege traf ich diesen Jungen also wieder. Er war im dienstlichen Bereich, er war Architekt geworden. Und er sagte mir aber, er nehme mir das gar nicht übel und es war erledigt und wir grüßen uns auch heute noch. Aber es war irgendwie doch eine strenge Maßnahme, die ich durchführen musste von oben, ja. Sie sehen, es wurde, der ganze Dienstbetrieb wurde etwas strenger gehandhabt.